Jetzt hier mal das Thema zu der LED-Bar, welches ich schon in dem anderen Video, was wahrscheinlich vor dem hier kommen wird, angekündigt habe mit den Halo Eyes. Ja, ich habe jetzt, ja, worum geht's? Also, ich habe natürlich erstmal, um einen Überblick zu verschaffen, die vordere Verkleidung abgenommen. Das ist gar nicht so einfach, weil die KVF ist ja jetzt nicht so ein schlammfahroptimiertes Fahrzeug wie, keine Ahnung, wie moderne Can-Ams oder Polaris. Das heißt, wenn man die Verkleidung abnehmen will, muss man diese Seitenteile abnehmen. Die sind dann jeweils mit 8 Schrauben fest. Plus 4 unten am Boden, hier wo die Füße sind. Da werde ich mir wahrscheinlich noch was überlegen mit so Clipsern, die man ja dann anstelle von Schrauben einfach in die Verkleidung klipsen kann und die man dann mit so einem Mechanismus, mit so einem Hebel einfach wieder lösen kann, weil das ist sonst auf Dauer einfach zu kompliziert. Und ja, jetzt wollte ich natürlich gucken, dass ich das so machen kann, dass man die vordere Verkleidung, damit man halt hier überall dran kommt, Kühler, Luftfilter, Elektrik, all das, wo man vielleicht mal dran muss, wenn irgendwas passiert im Gelände, so Schäden. Das soll natürlich dann alles relativ leicht erreichbar sein, dass man auf dem Quad-Treff natürlich nicht, wenn man da mal irgendwie was eben schrauben muss, nicht eine halbe Woche braucht, um die Verkleidung runterzunehmen. Ja, hier den Griff muss man natürlich auch abschrauben, um die Verkleidung hier über die Gangschaltung runterzubekommen. Ja, und dann hatte ich die runter. Zwei Sachen lassen sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Da weiß ich noch nicht, wie ich das umbauen könnte. Das ist natürlich einmal hier der Tacho. Ach, nicht Tacho. Hier diese Anzeige, ne, Temperatur, Dingens, was die KFX auch hat. Ich habe es jetzt gerade von der KVF nicht hier liegen, halt das, was die KFX hier auch hat, ne, Checkbelt, Temperatur, Öl, tanken, rückwärts, neutral. Das hat die auch vorne an der Seite Verkleidung. Das ist dieser Stecker und den muss man natürlich dann immer rein und raus. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist dann halt jedes Mal abmachen, wenn man die vordere Verkleidung runternehmen will. Genauso wie das Zündschloss, das auch an der Seite einer Verkleidung ist. Das muss man natürlich auch jedes Mal hier einmal obere Schraube, die jetzt hier unterm Schlüssel ist, lösen, dann nach innen rausdrücken. Fertig. Ist machbar, aber naja, könnte schöner sein. Dann ging es weiter. Dann hatte ich hier natürlich zwei Kabel dran. Da war ja noch ein Hebel. Ich versuche mal, ob ich es vernünftig zeigen kann. Das ist halt hier. Ne, da ist halt diese Anzeige, die ich gerade meinte. Da war der Tacho drin und da war noch ein Hebel. So ein kleiner Knopf, der nur dafür da war, dass man die Nebelschlussleuchte an- und ausschalten konnte, die ich ja im Moment eh nicht verbaut habe. Das heißt also, ich habe die Kabel hier schön isoliert. Und die hingebunden, ne, beschriftet, Nebel. Ich hoffe, das hält ein bisschen, dass man irgendwann auch noch weiß, was das für ein Kabel ist, weil das ist so verbaut da drin, dass ich es nicht entfernen wollte. Genauso wie alles, es ist alles verbaut. Ich meine, das sieht schlimm aus. Es gibt bestimmt noch Quatsch, das sieht noch schlimmer aus. Aber es ist schlimm. Also, ich habe da keinen Durchblick und ich will jetzt nicht hier 2 Wochen vor der Dark Forest Tour, weshalb ich das Ganze jetzt so ein bisschen unter Zeitdruck überhaupt mache, halt auseinanderpflücken. Weil in 2 Wochen. Also ist die Dark Forest Tour. Ich habe ein Ticket bekommen. Will da endlich mal mitfahren. Seit 2 Jahren will ich da mit. Aber mit der KFX durfte ich nie. Jetzt habe ich eine KVF. Und deswegen muss jetzt die Lightbar drauf. Deswegen mache ich das jetzt alles überhaupt, weil ohne Lightbar darf man da nicht mitfahren. Und ja, deswegen sehen wir das Chaos an. Ne? Hier hängen irgendwelche nachgerüsteten Sicherungen. Keine Ahnung. Alles Mögliche hier. Das ist übrigens der Sicherungskasten von einem Loftkabelbaum. Der sieht nicht nur so scheiße aus, dass hier so hängt. Es ist so scheiße, dass der das hängt. Der war nirgends so verbaut, verschraubt oder einfach nur mit dem Kabelbinder fest. Der hängt nicht so. Ich habe die Verkleidung abgenommen und es hängt da so. Das ist doch. Ey, ich weiß nicht, wer sowas macht. Genauso hier. Hier ist ein Super Seal Stecker mit einem toten Ende. Dann sind hier noch mehr. Genau, hier ist ein Super Seal Stecker. Hier gehen 6 Kabel rein. Hier kommen nur 5 Kabel raus. Also der ist zwar hier verstopft, dass da kein Wasser reinkommt, aber trotzdem, es wurde da irgendwann mal irgendwas umgebaut.
Und das ist eine Katastrophe. Also, es ist nicht schön. Dann haben die sich auch gedacht, hey, der Kabelbaum geht hier unterm Rahmen entlang. Machen wir einfach das neue Kabel, was nachgerüstet ist, hier dran. Das ist schon einfach hier so vor der Abluft von der Variomatik. Schön zwischen Variomatik, Abluft und Verkleidung. Das hängt hier einfach so rum. Das ist, also, ne, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist absolut abseits meines Verständnisses für sinnvolle Kabelverlegung. Ich bin kein Elektriker. Ich kann auch nicht alles hier dran. Das heißt also, ich mache nur die Sachen, die ich weiß. Wenn ich irgendwas habe, dann frage ich andere Leute, bevor ich irgendwas kaputt mache. Aber selbst ich weiß, dass sowas absolut Fusch ist. Also das geht gar nicht. Warum macht man das? Also, und ich weiß ja, dass der Vorbesitzer da nichts für kann. Das war wahrscheinlich der Händler, der das Ding irgendwann, nachdem das in Deutschland eingeführt wurde, auf Loch umgebaut hat. Und nee, lassen wir das sein. Es macht mich nur aggressiv. Ja, dann habe ich natürlich diese schönen Niedelscheinwerfer auch hier vorne direkt mitgemacht. Ne? Die waren ja vorne, damit ich die in Zukunft nicht jedes Mal abschrauben muss, sondern mit der vorderen Verkleidung abnehmen kann, musste ich natürlich Stecker haben, damit ich diese Lampen abklemmen kann, um die vorne an der Verkleidung dran zu lassen. War nicht vorhanden. Hier seht ihr schon, ist vom Blinker nachgerüstet. Und jetzt hatte ich hier noch ein Kabel für Licht. Das war fest. Ich konnte die Verkleidung nicht abnehmen, ohne die Lampen vorher abzuschrauben. Das ist natürlich mega umständlich. Dann habe ich den Kabelkanal, den Kabelbaum hier geöffnet und musste feststellen, der hat da wirklich drei Massekabel. Ist nicht auf die Idee gekommen, die Massekabel zu einem zu verbinden, sodass man dann vier Kabel hat. Einmal für Tagfahrlicht, Abblendlicht und Fernlicht und dann halt das Massekabel. Nein, der hat für jeweils jede Lampe ein Massekabel gelassen. Es sind sechs Kabel, von denen drei Masse sind. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, den Kabelbaum hier rauszusuchen und komplett umzuarbeiten, weshalb ich jetzt hier drei Stecker habe. Für jede Lampe. Hat natürlich jetzt den Vorteil, dass wenn irgendwann mal eine Lampe kaputt ist oder scheiße ist, dann kann ich die einzeln ersetzen. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt, weil ich habe es ja schon mal gesagt, diese Miedelscheinwerfer, ich halte von denen nichts. Aus Erfahrung weiß ich, dieser Rahmen hier, der bricht irgendwann. Man stellt die hier ein, hier ist immer Spannung drauf durch die vier Federn, die drumherum sind pro Lampe, also insgesamt acht Federn. Und durch Vibration oder im Gelände fahren und dies und das ist immer ein Brechen. Dazu kommt, wenn man mal hier guckt, da ist noch ein Kilo Schlamm drauf. Da kommt man auch nicht dran zum Saubermachen. Das ist genau das, was ich in dem Video erzählt habe, von wo ich hatte ich da schon ein Video zu machen? Doch ja, ich hatte im ersten Video, wo ich die KFX vorgestellt habe, ja schon erzählt, dass ich kein Fan von denen bin, weil die einfach unpraktisch sind und dass die von der KFX mit diesem geschlossenen Gehäuse hier einfach besser sind. Weil da kann nichts kaputt gehen, die sind super geschützt, da sammelt sich kein Dreck. Hier oben ist zwar auch eine Kante, aber da kommst du super hin, kannst du einmal drüber her spülen, dann ist das super. Hier, da, es ist, naja. Ja, deswegen habe ich jetzt hier für jede Lampe einen einzelnen Stecker gemacht. Ich habe also insgesamt heute 6 Zweier Super Seal Stecker gemacht, wie ihr auch schon sehen könnt. Ich habe die hier und auf der anderen Seite parallel einmal dann nachher angesprüht mit alten Lackdosen, damit ich halt auch abhängig von der Kabelfarbe, wenn ich das auseinandernehme, weiß, welche zusammengehören. Rot, Grün und Blau. Auf der anderen Seite ist es genauso. Dass ich halt, wenn ich das abziehe, immer weiß, welche zusammengehören. Weil hier hängt natürlich auch noch der Blinker. Das heißt, wir haben hier 4 Stecker, alles zweipolige Super-Seal-Stecker. Und da kommen ja noch die Halo-Eyes dran, die ja auch so einen Stecker haben. Das heißt, hier werden nachher pro Seite 5 solche Stecker hängen. Und wenn man die natürlich nicht markiert irgendwie und man nimmt die Verkleidung ab, dann kann man natürlich erstmal fröhlich raten, welches Kabel wo dran gehört. Kann natürlich auch lustig sein, wenn man irgendwie versucht, Fernlicht anzumachen und dann fangen die Halo-Eyes an zu leuchten. Ach ja, genau. Hier hängt noch ein totes Kabel.
Hier hängt ein totes Kabel. Hier sind tote Kabel. Wie gesagt, jetzt haben wir natürlich hier noch die toten Kabel, die ich gerade produziert habe, wie Zigarettenanzünder und Nebelschlussleuchte. Die habe ich aber schön isoliert und halt beschriftet, damit man weiß, was das ist, welchen Zweck die erfüllen. Hat natürlich vor mir niemand an diesem Gerät gemacht. Also ich weiß nicht, genauso wie bei der KFX, ich habe irgendwie richtig das Bedürfnis, mich mal irgendeinem Winter hinzusetzen, die Maschinen komplett auseinander zu pflücken, die ganzen Kabelbäume auseinandernehmen, komplett neu machen, weil, ich weiß nicht, mich stört's. Man sieht zwar nicht beim Fahren, es funktioniert ja alles, aber so komplizierter es ist, desto schlimmer ist die Fehlersuche, wenn mal was ist. Also ich bin kein Fan von toten Kabeln. Was nicht benutzt wird, muss raus. Dass man natürlich aus so einem dicken Kabelbaum, der fest verbaut ist, schlechten Kabel rausnehmen kann, ist eine Sache. Aber was man rausnehmen kann, sollte man auch rausnehmen. Wie gesagt, Nebelkabel, das ist irgendwie scheiße verbaut, aber es ist ja nachgerüstet durch den Loftumbau. Das heißt also, dieses Kabel ist nicht im Ursprungskabelbaum mit drin. Es muss ja irgendwie zu entfernen sein. Genauso wie der Zigarettenanzünder. Der muss ja eigentlich, ich weiß nicht, ob der über die Zündung läuft, aber wenn nicht, müsste das eigentlich auch ziemlich simpel irgendwie verlegt sein. Ich weiß auch nicht, ob das serienmäßig drin ist, ob das irgendwo in den dicken Kabelbaum hier mit rein. Ja, geht es. Okay, gut, vergessen wir das. Ja. Aber gut, erstmal soweit dazu. Ich glaube, das sind jetzt schon 10 Minuten rumgewage über den Kabelbaum und wir haben noch nicht mal angefangen mit den LEDs. Also machen wir jetzt erstmal weiter. Und ich wollte jetzt einmal erzählen, was ich getan habe, obwohl ich immer drüber mecker. Ich habe da Löcher reingebohrt. Jetzt denken also, oh, erst meckerst du in jedem Video rum, keine Löcher in die Verkleidung bohren und jetzt machst du es doch. Ja, ihr habt recht. Aber dieses Stück Kunststoff ist nicht teuer. Das kostet keine paar hundert Euro, wie die Verkleidung, wo die Blinker reingebohrt sind. Dieses Ding kostet, glaube ich, um die 20 Euro. Und ich muss ja irgendwo die Schalter hinlegen. Und leider ist an der KVF nicht so viel Platz am Lenker, dass man da noch irgendwas anbauen könnte. Des Weiteren habe ich vor, hier irgendwann die Löcher vielleicht für einen Schnorchelkit oder Kühlerhochbau oder irgendwas durchzubohren, anstatt durch die Hauptverkleidung. Weil, wie gesagt, das große grüne Verkleidungsteil kostet eine Menge Geld. Niemand, der bei gesundem Menschenverstand ist, bohrt da Löcher rein. Dieses Ding kostet ein paar Euro. Wenn das irgendwie mal neu muss oder ersetzt werden muss, da tut niemandem weh. Deswegen kann man da durchaus mal ein, zwei Löcher reinbauen für Hebel. Wie gesagt, ich habe auch extra etwas schickere Hebel genommen, weil selbst wenn man die nicht mehr braucht, die sehen ja auch noch ein bisschen besser aus, wenn man die irgendwann nicht mehr benutzen sollte. Was ich hiermit mache, weiß ich noch nicht. Hier war der Zigarettenanzünder drin. Da kommt jetzt erstmal das Kabel für die Lightbar durch. Aber das kann natürlich nicht so offen bleiben. Vor allen Dingen könnte hier Dreck rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob die hier so wasserdicht sind, wie es heißt. Also muss ich mir das überlegen. Hier waren auch zwei Löcher reingebohrt, die nicht sinnvoll waren. Also beziehungsweise, ich bin wieder da am Gestikulieren. Da waren diese Dinger drin. Da waren einfach nur diese Dinge reingesetzt und sonst nichts. Da war nichts befestigt, da war nichts dran. Ich wüsste auch nicht, dass da irgendwas sinnvoll dran war. Es waren einfach nur zwei Löcher drin mit so zwei Kunststoffschrauben. Ich kann mir nicht erklären, warum. Also dieses Ding war quasi eh schon unnötig kaputt gebohrt. Was ich jetzt gemacht habe, ist hier zwei Hülsen hingepackt. Da kommen nicht nachher diese rein. Die funktionieren quasi wie Super Seal Stecker. Die werden einfach hier reingeklipst und sind dann nachher komplett wasserdicht. Und die sind für Sicherung. Also es ist quasi Super Seal. Ich weiß gar nicht, ob die von der Marke sind oder ob man die so nennt. Funktionieren aber nach demselben Prinzip. Und da kommen nachher Sicherungen rein. Das heißt also, weil ich ja pingelig bin und auf Nummer sicher gehen will, werde ich hier auf diese beiden Hebel die Lightbar und die Halo Eyes packen und für beides kommt hier eine Sicherung hin. Dann habe ich direkt hier neben quasi von der Batterie zur Sicherung, von der Sicherung zum
Hebel und dann weiter zur Lampe. Man kann dieses Teil ja relativ leicht abnehmen, dann kommt man dann alles dran. Wenn also irgendwas mal was ist, dann muss man theoretisch nur drei Schrauben lösen und kommt an die Sicherung dran und die sind gut versteckt und diese Löcher, die hier drin waren, haben tatsächlich noch einen Sinn erfüllt. Oder einen Zweck erfüllt. Sagen wir so. Plus die zwei neuen Löcher, die ich reingebohrt habe. Ja, soweit zu dem Thema. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie in die Tat umsetzen. Heißt also, zwei Kabel von der Batterie hier hinlegen mit einem Stecker, dass ich das Ding halt abnehmen kann. Dann in die beiden Sicherungen rein. Von den beiden Sicherungen zu den beiden Schaltern. Von den beiden Schaltern wieder zurück zu dem Stecker, damit man das halt abnehmen kann. Und von dem Stecker geht das dann zu den Gerätschaften halt. Ne? Wie gesagt, LED-Bar geht hier durch und die Halo-Eyes gehen dann runter und zu dem ganzen anderen Kabelgewurstel, was ich da eben hatte. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt hier groß noch zeigen sollte, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich erst das nächste Video machen, wenn das dann soweit fertig ist und ich dann gezeigt habe, wie das endgültige Ergebnis aussieht. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute schaffe oder nächstes Wochenende, aber ich muss es eigentlich nächstes Wochenende schaffen, weil übernächstes Wochenende ist die Dark Forest Tour und wenn es bis dahin nicht funktioniert, darf ich nicht mitfahren und ich habe schon bezahlt und das wäre natürlich dann scheiße. Ja. Soweit dazu. Also bis zum nächsten Abschnitt.